Übrigens, mein Favorit dieses Rätsels, der Moment ist leider verloren gegangen. Aber Johnny war so, als ob das funktionieren würde, als ob es so einfach wäre, so einfach den Pfeil da durch das Feuer durchschießt und damit das Eis schmelzen kannst. Kannst auch nicht Pfeile durch eine Fackel schießen und dann schmilzt das so ein riesen Eisblock. Das wird, warum sollte das funktionieren? Das Lustige ist ja, beim letzten Mal hat es auch nicht geklappt. Man muss sich nur ganz richtig so richtig dämlich eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, ob das klappen soll, ehrlich gesagt, weil ich gerade so drüber nachdenke. Man probiert es halt echt lange. Und das bringt einem auch nichts, der Weg, das ist einfach nur ein Shortcut. Dann kann es tatsächlich sein, dass man das gar nicht so machen soll. Aber da sind halt Fackeln. Ja, es ist. Ja, aber die sind vielleicht auch da, damit man sieht, dass das der Ausgang ist. Ja, aber trotzdem erschien mir das halt auch als extrem dämlich. Pfeile einfach, generell entzünden sich Pfeile nicht einfach, wenn man sie durch eine Fackel schießt. Das ist ein klassisches Ocarina of Time-Rätsel. Ja. Ich verbitte es mir, dass du in diesem Ton darüber redest. Bitte zum anderen, wieso sollte ein brennender Pfeil einen riesigen Block Eis einfach so komplett auflösen? Warum nicht? Weil normalerweise Eis und Wasser eher das Feuer löschen als andersrum. Hm. Ich hätte gerne Wasser. Aber es ist okay. In Zelda. Ich mag den Dungeon sogar. Er ist eigentlich relativ cool, weil man sich halbwegs, wenn nicht das Problem hat, wie ich an, dass ich bei einem einzigen Raum ein großes Problem hatte, werden zu dem Raum noch kommen. Aber generell, es ist auch ein netter Dungeon. Nur die zwei anderen Dungeons, Johnny. Ich weiß nicht, wenn du einen Blick in die Kommentare geworfen hast, Leute haben schon gesagt, hey, Moggy, der Wasser-Dungeon. Das wird nicht gut ausgehen. Ja, das habe ich gelesen, so von wegen. Ja, ich habe das Spiel auch immer gern gespielt, bis zum Wasser-Dungeon. Ja, und das, so geht's mir halt auch. Deswegen habe ich es auch nur einmal durchgespielt, weil der Wasser-Dungeon, ich mag ihn nicht, er ist ziemlich schrecklich, aber der letzte Dungeon aus dem Spiel. Fuck. Ich habe den einmal in dem Stream gemacht bisher. Und ich weiß nicht, ob ich ihn ohne den Chat geschafft hätte. Oh, da freue ich mich ja schon drauf. Ja, auch ich überlege euch die anderen beiden Dungeons, vielleicht wenn ich den anderen Spielstand schon da habe, beziehungsweise wenn ich Spielstand einfach kopieren kann, ob ich die nicht einfach vorspielen sollte. Weil, glaubt mir, als wir blind hier unterwegs waren in dem Dungeon, das war nicht angenehm. Es war okay. Es sollte nicht für beide so blind sein. Ja, das ist wahr. Ich saß halt einfach da und dachte so, ja, du machst das schon, weil ich kann nicht unbedingt mitdenken und so, weil man verliert schon recht leicht die Orientierung, wenn man einfach nur zuguckt. Mhm. Ah, generell muss ich sagen, dass das eigentlich auch wirklich ein Dungeon ist, der ein sehr spaßiges Konzept hat. Mit dem, mit den Plattformen in der Mitte, die sich immer weiter nach oben bahnen. Und die man dann einfach wegboxt. Allein diese Plattformen wegboxen, das ist der Shit. Dafür bin ich jetzt hier. Spoiler doch nicht alles! Es tut mir leid. Mensch! Und da ist Eis. Geh weg, Eis! Bäm! Ich hasse es, dass er das Eis nicht kaputt hauen kann. Generell, ich hasse übrigens das Geräusch, das man hört, wenn man gegen dieses Eis schlägt in Zelda. Ja, es ist so unbefriedigend. Es ist metallisch. Ja, es ist so, ja, nee, das ist einfach absolut nichts. Kann ich nicht wenigstens hören, wie seine Knöchel ein bisschen anknacksen? So knackst und dann uiuiui. Da zwiebelt aber. Können Goronen nicht normalerweise Steine zertrümmern? Warum geht das mit dem Eis nicht? Ich weiß nicht, ob sie Steine zertrümmern können tatsächlich. Sie essen Macht Steine. Macht doch alles keinen Sinn. Wieso, was hast denn du draußen immer zertrümmert? Und waren das nur Schneebälle oder was? Das waren Schneebälle, so. Ach so. Man kann rissige Steine, die man auch mit Bomben wegbomben kann, die können Goronen aber auch einfach mit der Hand zerschmettern. Goronen sind ziemliche Motherfucker, mit denen willst du dich nicht so einfach anlegen. Hm, ich weiß nicht, hast du den kleinen Jungen gesehen, der hat ziemlich viel geweint. Hast du gesehen, was für einen sexy Bauch Damani hat? Und damit meine ich uns. Denn wir haben seine Identität geklaut und uns die Zuneigung des gesamten Volkes an uns gerissen. Ich sehe seinen Bauch. Und weißt du, was mich... Oh yeah, gib mir was zu hast. Er weiß, dass er heiß ist. Oh yeah. Posiere für mich, mein Schatz. Weißt du, was mein Favorit an ihm aber ist? Seine fucking Perlenkette. Hobby. Wir haben gar keine Steine mehr da, Hobby. Homer. Ach, schön, warte hier ein bisschen lang. Give me eggs. I am your wife. Ach ja. So, warte, hier ist jetzt die Frage. Kann ich die Wand einfach mit der Faust einhauen? Warte mal, die Kette ist rot. Nee. Was rot? Marge hat blaue Haare und eine rote Kette. Und ein grünes Kleid.
Ja, gut. Und schau mal, aus welchen drei Farben das Outfit von Link besteht. Er hat rote Handschuhe, eine grüne Mütze und eine blaue Perlenkette. Wollen wir das jetzt wirklich so ganz genau nehmen? Damani ist also von Marge inspiriert, würdest du sagen? Ich würde sagen, nicht nur inspiriert, ich würde sagen, Damani ist ein Marge-Rip-Off. Ja, ich auch. Ist auch ziemlich eindeutig tatsächlich. Mein Corona, ich kann Marge Stimme nicht. Zelda ist generell sehr mit den Simpsons zu vergleichen. Ja, wir haben zum Beispiel den kleinen Jungen mit der Steinschleuder. Das stimmt. Es ist halt wahr. Ja. Was gibt's noch? Damani hat auch Fähigkeit mit Homer, weil er fett ist. Es gibt eine Bar. Ja, es gibt die Milchbar. Und da gibt es auch Trunkenbolde wie Barney. Ja. Milchbar aus Majora's Mask ist Mo's Bar confirmed. Da muss ich sagen, der Trunkenbold aus der Bar hier in Majora's Mask, welche wir übrigens diesen jetzt noch gar nicht gesehen haben, der hat sehr viel Ähnlichkeit mit Mo, der ist auch sehr grießcremig. So, und in diesem Raum, das ist übrigens eins meiner Lieblingsrätsel aus diesem Dungeon, einfach weil ich hauptsächlich sehr gerne sehe, wie Dinge kaputt gehen. Ich meine, man sieht genau, was ich jetzt mache. Großes Lob an die Kamera an der Stelle. Hallo, ich bin hier unten. Hallo. Cinematisch sehr gut, dieses Spiel auf jeden Fall. Und pachu, schießt die Pfeile drauf und die Eisblöcke machen die anderen Eisblöcke kaputt und beziehungsweise die großen Eiszapfen machen die Eisblöcke dann kaputt und ich liebe es. Wirklich ziemlich cool. Einfach weil... Ich liebe es, wenn Dinge kaputt gehen. Und ich mag die Geräusche, die man dabei selber macht. Pachu! Krach! Da gab's auch bei von Dragon Ball Abridged, was so quasi die Parodie von Dragon Ball auf YouTube ist, gab's auch einen guten Spruch und das war einer von denen hat an einer Stelle, wenn sie, du weißt nicht, aus Dragon Ball, Johnny ist nicht so vertraut damit, aber du hast sicher schon davon gehört, dass sie manchmal Strahlen aus ihren Händen abfeuern. Nein, das ist mir komplett neu. Genau, und an einer Stelle hat dann einer so gemacht, so Pachu, Pachu! Und dann hat er gefragt, sag mal, machst du die Geräusche immer, wenn du das machst? Ach ja, du bist ja da. Ja, in meinem Kopf mache ich die immer. Und er und dann der andere hat auch, Pachu, Pachu. Sie haben da gerade ein Labor in die Luft gesprengt. Oh. Machst du das immer, wenn du... Ja, ja, eigentlich schon. Hey, eigentlich gar keine so schlechte Idee. Pachu, Pachu. War so ein super, weil die Strahlen auch so schon die Geräusche machen. Ja, und die Strahlen wahrscheinlich auch ziemliche Zerstörungskraft haben. Ja. Da ist eine Kiste. Weißt du noch, wie du die da beim letzten Mal entdeckt hast? Ja, ich bin aus Versehen rüber... Oh, all diese Momente, die verloren gegangen sind. Ich bin aus Versehen rübergesprungen. Auf einmal war ich zur Hälfte der Wand drin. Ey, ich hatte große Angst. Das war wie in dem einen Doom-Film. Hast du den Doom-Film gesehen? Nein, hast du nicht. Nein, das war wie bei Family Guy, wo er vom Dach fällt, mit dem Einkaufswagen mal einen auf Jackass machen wollte und dann gesagt hat, ich habe wirklich Angst. Ist alles okay? Wie sieht's aus? Das sah sehr ungesund aus. Nein, ich kenne den Doom-Film nicht. Da gibt's, da haben sie an einer Stelle, es kam vor kurzem, ich habe keine Ahnung, warum rede ich überhaupt den dummen Film. Als ob sich da irgendjemand noch dran erinnert. Auf jeden Fall, da gab es irgendwie so als ein Feature von dem Film, was auch ein Plot-Device war für den Hauptbösewicht. Es gab so eine Tür, welche, wenn man irgendwie einen Knopf drückt, quasi durchlässig wird. Und wenn man den Knopf nicht drückt, dann ist es einfach nur eine Wand. Und dann einer ist da mal drin gewesen, haben sie den Knopf gedrückt, dann war er zur Hälfte in der Wand drin. Ich glaube, es war sogar der Hauptbösewicht. Der hat dann ein Ohr verloren oder so durch die Tür. Ich habe keine Ahnung. Was ist das überhaupt für ein Konzept? Es ist halt einfach, man merkt allein von dieser Erzählung, dass es ein Film ist, der auf einem Videospiel basiert. Nein, das war ja noch gar nicht der Teil. Ich hatte noch gar nicht von der Ego-Shooter-Perspektiven-Szene am Ende erzählt. Ja, okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das tatsächlich gibt oder ob du mich verarschst. Nein, das gibt's wirklich. Und dieser Raum, der war übrigens der Grund, warum ich beim letzten Mal ewig gebraucht habe, weil ich das Rätsel nicht hier rausbekommen habe. Ich dachte nämlich, ich muss dafür den Eisblock schmelzen, aber das muss man gar nicht. Außerdem... Ba-ba-da-ba-da! Aber wenn in der Wand stecken bleiben in einem Film vorkommt, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass es sich um eine Videospieladaptierung handelt. Das stimmt tatsächlich. So, was müssen wir denn in diesem Raum nochmal machen, Johnny? Erzähl mir davon. Ich weiß nicht mehr genau, wie man... Gibt es nur das eine Rätsel, dann weiß ich es. Gibt es mehrere Lösungen? Geh da rüber, aktivier den Schalter. Wieso willst du, dass ich das jetzt erzähle, was wir machen müssen? Man sieht's doch gleich. Keine Ahnung, Konversation. Außerdem, ja, damit wir beweisen können, dass wir wissen, wie es geht. So, und ja, jetzt klar. Lassen wir das noch runterstampfen. Jetzt läuft es auf Zeit.
Womit wir dieses Teil da hatten. Und ich bin dann immer runtergegangen, hab das Blaue runtergestampft. Das ist Schwachsinn. Nein. Warte, ich schaff das wird doch wieder nicht. Ich schaff das noch. Man kann mit dem blauen Teil, man hüpft über das nämlich wieder nach oben. Man muss das Gelbe da... Okay, warte jetzt noch mal kurz, bis das wieder... Ja, wohl, ich glaube, das ist ziemlich großzügig. Ja, das ist immer das Blöde, immer wenn man bei so einem Timing sich denkt, ja gut, dann warte ich jetzt, bis es wieder nochmal neu losgeht und starte den Zyklus nochmal neu. Und das ist das Timing sehr viel großzügiger, als man denkt. Und man steht da und denkt sich so, da hätte ich doch zweimal durchfahren können. Man denkt halt auf jeden Fall, dass man das Ding da jetzt reinhauen soll. So ganz simpel, das, was als nächstes hochgefahren wird, soll man wieder runterfahren. Ja, und das ist genau falsch, man muss das Gelbe runterhauen. Aber man muss vor allem Teil wieder runterfahren. Was bei diesem Raum mich so verwirrt hat, war einfach, weil dieser Eisblock da ist. Das heißt, ich war mir ziemlich sicher, dass man dann einfach den Eisblock zerschmelzen muss. Das Ding ist halt, es ist jetzt im Nachhinein ist es recht simpel oder recht offensichtlich, weil der Raum war eigentlich so aufgebaut, dass die gelben Schalter immer die gelben aktivieren und die blauen immer die blauen. Mhm. Und man wollte ja am Ende, dass der gelbe wieder runter von der Tür weggeht. So soll man das Rätsel... So soll man das Rätsel wahrscheinlich auch lösen, aber wenn man da als erstes drin ist, macht man sich, glaube ich, keine Gedanken über die Farben der Schalter, sondern guckt einfach, was als nächstes zu tun ist. Es gab diverse Probleme in diesem Raum und es war sehr schrecklich. Außerdem eine Sache, die uns auch noch ein bisschen länger aufgehalten hat. Da oben ist so eine versteckte Wand. Und wir haben versucht, Feen zu finden und so. Das sollte uns jetzt auch. Als wir die Feen gesucht haben, hatten wir die meisten Probleme schon hinter uns. Wir hatten keine gute Zeit im Dungeon, okay? Die Dungeons sind nun mal nicht das Starke des Majora's Masks. Nein, die ersten beiden gehen noch. Sind, wie gesagt, der C2 danach. Aber das ist hier einer der ersten. Wow! Er hat nicht aufgehört zu rollen, weil er im Power-Roll-Modus war. Power-Roll! Und jetzt sind wir wieder hier. Mhm. Das finde ich nicht besonders angenehm. Ich auch nicht. Soll ich dir in diesem Lava-Gebiet. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Ja. Okay, pass auf. Du hast ja erzählt, dass du in letzter Zeit Fan von Kakao bist. Mit in letzter Zeit. Nein, das ist eine komplett falsche Geschichte. Du hast in letzter Zeit erzählt, dass du Fan von Kakao bist. Achso, ja, stimmt. Ich dachte, du meinst, dass ich in letzter Zeit gerne Kakao trinke, aber. Ja, ich habe heute tatsächlich Kakao gekauft und zwei Tüten Milch. Ja! Dazu. Ja, weiter. Da soll ich noch eine Einzelgeschichte zu erzählen. Kannst du jetzt erstmal erzählen. Okay, und zwar habe ich, es gibt ja verschiedene Kakaomarken. Ich habe überlegt, ob ich Nesquik kaufen soll. Dann gab es noch Kaba da. Die gute alte Kaba. Und wisst ihr, was bei Kaba? Ja. Kaba hatte früher mal so einen komischen Comic, wo so ein Typ in so eine Welt eintaucht. Ja, aber weißt du, was der Werbespruch von Kaba ist, beziehungsweise das Motto darunter? Irgendwie wow oder sowas. Nein. Das Plantagengetränk. Und ich dachte mir, ja, weißt du, das ist, ich weiß nicht. Ja, aber das Plantagengetränk. Wenn ich höre das Plantagengetränk, dann habe ich nicht das Gefühl, als ob das, als ob die Leute da gerecht behandelt werden. Ich weiß nicht. Das Plantagengetränk ist ein Spruch da. Ich sehe da keine guten Umstände vor mir, Zustände vor mir. Was soll das denn überhaupt bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Und auf der Verpackung waren einfach die Scalper sind zwei Augen drauf. Ich glaube, das sollen Minions sein oder so. Aber ich habe mich nicht weiter damit befasst. Denn ich stand auch so schon fast eine Minute vor dem guten alten Kakaoregal. Man kennt das. Kaba ist eine Marke für Instant-Kakaogetränke. Das kann ich bestätigen. In Deutschland wird es unter dem Slogan der Plantagentrank vertrieben. Trank. Nicht mal Getränk, sondern der Plantagentrank. Ich entschuldige mich bei der Kaba Company, dass ich euren Werbeslogan falsch wiedergegeben habe. Das klingt richtig zusammengepanscht dadurch. Ja. Der Plantagentrunk. Trunk ist ein schönes Wort. Das sollte man verwenden. Kaba war ursprünglich die Kurzform von Kakao und Bananenpulver. Kaba. Ja. Ja, Kakao-Banane ist tatsächlich eine Kombi, die ich sehr zu schätzen weiß. Na, ich glaube eher, sie haben diese beiden verschiedenen Pulversorten. Shit. Ja, aber rein der Geschmack aus Schokolade und Banane ist super. Schokobananen sind geil. Nicht. Ja, das stimmt. Was aber nicht ganz so geil ist, und das habe ich mal versucht, ich dachte, das könnte heiße Scheiß sein, ist, wenn man sich Nutella-Toast oder so macht und dann ein paar Scheiben Banane drauflegt. Nein, das ist der Shit, ich liebe das, das ist richtig lecker. Nein, ich habe das Gefühl, dass man von der Banane da dann immer gar nichts mehr schmeckt, deswegen denke ich mir, das war es nicht wert, war keine gute Investition. Warte, wie man... Was, das ist eine der besten Sachen, die ich...
in meinem Leben zum Frühstück gegessen habe. Warum mache ich das überhaupt eigentlich nicht mehr? Jetzt, wo du mich drauf gebracht hast, sollte ich das auf jeden Fall wieder wiederholen. Ich melde mich dann mit dem Erfahrungsbericht, ob du recht hattest. Ich denke, es kommt sehr stark darauf an, wie man es zubereitet. Aber im Endeffekt, als ich das hatte, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich von den Bananen nichts mehr geschmeckt habe. Ich dachte mir, Mensch, ich hätte jetzt gerne eine saftige Banane in meinem Mund. Aber das Einzige, was ich habe, ist braun. Schmeckt Banane für dich frisch? So richtig fruchtig? Ich weiß nicht ganz, wie ich die Frage beantworten soll. Ich weiß, es ist eine Frucht, aber für mich hat Banane im Gegensatz zu Äpfeln oder Weintrauben oder Kiwis, wahrscheinlich einfach, weil es sehr viel weniger Säure hat, das ist wahrscheinlich der gesamte Grund, aber es hatte immer mehr so den Eindruck auf mich gemacht, vom Geschmack her, wie eher sowas vergleichbar mit irgendeiner Paste, irgendwas Marzipanmäßiges oder so. Ich sehe, warum du es nicht unbedingt mit Äpfeln sowas vergleichen würdest, das sehe ich, weil, wie gesagt, die Mangan Säure. Ich vergleiche es auch nicht mit Marzipan, sondern es geht nur in die Richtung von einer Masse, die einfach süßlich und ein bisschen, ja, nicht Säure halt. Also gehört zwischen Boss und der ist ziemlich lame tatsächlich. Das ist bei dem Lauf des Spiels übrigens noch öfter. Das heißt, wir sehen ihn hier nicht mal zum ersten Mal, ja. Ich glaube, wir sehen ihn allein in diesem Dungeon sogar später nochmal. Der ist so ein Haufen Scheiße, der ist so schnell, er überholt sich selbst. Er überholt sein eigenes Spiegelbild. Er ist schneller als sein Schatten! Lucky Luke! Das merkt er auch, weil der Name Lucky Luke ist, der ist ein glücklicher Mann. Tollkühne Held. Shit! Das wusste ich schon immer, weil ich weiß nicht, ob das bei in irgendeiner Geschichte war oder ob ich wirklich einen Pony kannte, was Lucky hieß, aber. Ja, ich kannte einen Pony, das hieß Lucky und dann wurde mir erklärt, warum. Und zwar hat es irgendwie Glück, geboren zu werden. Was? Oh, fuck. Ja, das ist keine... Die Mutter hatte halt irgendwie Probleme da bei der Geburt, es hätte sterben können. Aber ja, aber was ist das für eine Geburt, David? Hey, Lucky, du hattest Glück, dass du nicht tot bist. Ja, das dachte ich mir auch. Was? Oh, fuck, ist das für ein Name? Übrigens, wir haben den Zwischenboss besiegt und bekommen das Dungeon-Item. Und es ist... Der Feuerpfeil! Alter, wie schnell wir das jetzt geschafft haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Beim letzten Mal haben wir das Aussehen des Feuerpfeils mit etwas verglichen, was man lutschen könnte. Ja, es wäre ein Feuerpfeil-Lolli. Ja, ein Lollipop. Und ich bleibe dabei, dass es aussieht wie ein 1er-Lolli. Der schmeckt nach Feuer. Ja. Hast du schon mal Feuer gegessen? Nee, ich bin ein großer Fan von Chilischoten. Nein, das nein. Das wird in Cartoons manchmal gleichgesetzt. Cartoons haben auch keine Ahnung. Hey, du kannst dir vorstellen, was mein 6-jähriges Ich dachte, nachdem man mir die Pony-Geschichte erzählt hat. Ich habe mich gefragt, wo hatte Lucky Luke auch Glück, geboren zu werden? Gemessen an der Zeit, in der er geboren wurde, ja. Ja gut, meinst du da? Das war ein bisschen schwer wahrscheinlich. Ich bin mir sicher, da gab es ja bei Geburten des öfter irgendwelche Probleme, welche eine Geburt eventuell verhindern könnten. Und bis ins hohe Alter zu überleben war auch nicht besonders leicht. Ja. Und Lucky Lukes Alter galt damals schon als hohes Alter. Heute überholt die nur noch der Walter. Ich bin 35. Meinst du, er schießt immer noch schneller als sein Schatten? Ja, ich glaube nicht. Theoretisch schießt jeder Mensch schneller als sein Schatten. Das stimmt. Es ist zwar nur ein bisschen langsamer. Ein Lichtgeschwindigkeitsmoment später, aber trotzdem. Das ist ziemlich beeindruckend. Wir schießen auch generell, schneller als unser Auge das wahrnehmen kann. Und zwar alle. Das ist sowieso. Denn ja, wir haben einen gewissen Delay. Es ist halt alles darauf auf. Unsere Wahrnehmungskräfte sind generell wahrscheinlich etwas verschoben. Ja, und dazu kommt noch die Tatsache, dass wir nicht mal Dinge wirklich berühren können. Streng genommen. Wobei man sagen kann, dass die Augen schon noch so das Schnellste sind. Was sowas angeht. Also die sind schon noch am nächsten da dran, wenn etwas tatsächlich passiert und wenn man es wahrnimmt. Oder? Wahrscheinlich. Ich meine, die anderen Sinne wie zum Beispiel riechen oder schmecken sind sowieso, was diese Diskussion angeht, recht irrelevant.
Also mein Geschmackssinn ist mir sehr wichtig für meine Wahrnehmung. Ich frage mich, ob dieser Apfel auch in dem Moment danach schmeckt, in dem Moment, als ich es schmecke. Hat er wirklich gerade diesen Geschmacksstoff abgegeben oder war das ein bisschen versetzt? Oder ist das vielleicht noch ein Rest von dem, was ich gestern zu Mittag hatte? Melone.